Es geht wieder los. Das Alltagsgeschäft fordert seinen Tribut und wir wollen gut vorbereitet jetzt in die weiteren Herausforderungen gehen, die auf uns warten. Wir haben eine Klausurtagung, die beinhaltet die Vorbereitung auf anstehende Sitzungswochen, aber auch die Bearbeitung von politischen Feldern, die langfristig für uns von Interesse sind und aus unserer Sicht eben auch eine Herausforderung darstellen. Das betrifft insbesondere die Frage der Außenpolitik. Die Menschen machen sich nach neuesten Umfragen große Sorgen um die weltweite Lage, um die Sicherheit weltweit. Wir werden uns mit neuen Technologien, mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen, mit der großen Frage der Rente. Und wir freuen uns, dass wir dann anschließend, nachdem wir den Bundeshaushalt auch noch erörtert haben, den japanischen Außenminister zu Gast haben können. Er wird sicherlich aus seiner Sicht interessante Einblicke geben zu dem, was internationale Politik an Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben dann heute noch professorale Unterstützung aus dem Max-Planck-Institut in München zur Sozialpolitik und Sozialrecht. Zukunft der Rente ist ein Thema, das ja auch in aktueller Zeit, nicht nur weil wir ein gutes Rentenpaket von der Bundesregierung vorgelegt bekommen haben, ja nun auch aktuell diskutiert wird. Und morgen haben wir dann mit Herrn Schmidhuber, einen der wichtigsten Gesprächspartner zum Thema künstliche Intelligenz. Wir halten dieses Thema, wie man ja auch schon gesehen hat, bei der gemeinsamen Klausurtage mit unserem Koalitionspartner für eines der wichtigen Herausforderungen, die Deutschland zu bewältigen hat. Im Übrigen auf einem Niveau, das auch in Deutschland nicht schlecht ist. Insofern haben wir da den Anschluss, weiß Gott, nicht verloren, sondern sind teilweise weltweit auch führend. Und all das wollen wir uns auch noch mal von Herrn Schmidhuber erklären lassen. Beim Bundeshaushalt wissen Sie, wir wollen die notwendigen Investitionen tätigen, ohne Steuern zu erhöhen. Und letztlich wollen wir dann unsere solide Haushaltspolitik fortsetzen, ohne Neuverschuldung. Und letztlich haben wir Initiativen, die betreffen den Pakt für den Rechtsstaat, notwendige Investitionen in Verkehrs- und Datenwege. Und letztlich wollen wir uns sogar mit dem Thema DDR-Unrecht am Beispiel der Zwangsadoptionen beschäftigen. Sie sehen ein großes Programm, ein, wie ich finde, spannendes Programm mit sehr interessanten Gästen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie Interesse haben, darüber dann auch zu berichten.